Feuerwehr von der Stadt Schaffhausen hat sich gerade außerhalb von Schlaten gesammelt für zwei Übungen. Sie wartet nur noch aufs Kommando zum Ausrücken. Der Bicke-Offizier ist wie in der Realität auch schon auf Platz und nutzt die knappe Zeit vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ich mache mir Gedanken, wo will ich meine Leute haben, wo jetzt kommen, wo will ich Fahrzeuge stehen haben, wo habe ich ein Materialdepot, wo ist mein Standort, sodass ich möglichst gute Übersicht habe. Gut 5 Minuten hat der Bicke-Offizier Zeit, um die ganze Situation zu erfassen, zu analysieren und dann einen Entschluss zu fassen. Wer von seinen Leuten macht was? In welcher Reihenfolge? Was hier in einer Übung einfach tönt, ist im Ernstfall Stress pur. Sein Plan und seine Befehle entscheiden über Erfolg und Misserfolg. Also Auftrag, bereit machen von der Motorspritze, Wasserbezugsort ab dem Bach. Standort Teilstück dort hinter, gerade vor der Mauer. Schnell ist klar, dass das Wichtigste die Rettung vom Mann auf dem Dach ist. Offensichtlich ist er in Panik. Das Wichtigste für die Feuerwehr ist es also, zuerst mal Leben zu retten. Der Bicke-Offizier teilt seine Mannschaft so ein, dass an möglichst vielen Stellen parallel geschaffen werden kann. Währenddem die eine Gruppe also die Evakuierung vom Mann vorbereitet, bringt eine andere die Motorpumpe in Stellung, um das Wasser aus dem Bach für Löscharbeiten und das sogenannte Hydroschild zu gewinnen. Der Kommandant Herbert Distel erklärt, was die Feuerwehrleute gerade machen. Die sind jetzt dran, hier die Saugschläuche in den Bach runterzufallen. Dass wir nachher von der Motorspritze ansaugen können. Die Druckleitung haben sie schon erstellt. Wir saugen es an in die Motorspritze rein, dort können wir es verstärken und dann nachher kann man bis zu 10, 12 Bar fahren. Und wir werden vermutlich etwa bei 6 bis 8 Bar dann mit dem Hydroschild arbeiten. Die Feuerwehrleute, die direkt an den Bach müssen, sichern sich mit Schwimmwesten und sind dann dafür verantwortlich, dass die Motorspritze auch genug Wasser hat zum Ansaugen. So alt die auch aussieht, sie wird auch heute noch eingesetzt, wenn man Wasser braucht und ein geeignetes Gewässer in der Nähe ist. Mittlerweile ist die Evakuierung vorbereitet. Sobald genug Leute auf dem Dach sind, sichern sie die Person und helfen ihr, langsam wieder richtig sicher am Boden zu kommen. Dank der Sicherung mag es auch einen Ausrutscher verleiden. Kaum angekommen, wird die Person betreut, egal ob sie verletzt ist oder nicht. Schließlich kann so ein Erlebnis für die Opfer traumatisierend sein. Und das führt dann dazu, dass die Leute im Schock auch mit gefährlichen Sachen machen wollen. Also da haben wir immer wieder Leute, die nachher immer wieder zurückwenden und nochmal einwenden und noch etwas rausholen oder mein Kätzchen ist noch drinnen und das ist drin. Die Leute, die muss man wirklich so, also er spielt jetzt da auch sehr gut, die muss man betreuen. Bei den Motorspritzen gibt es noch ein paar Probleme. Zwar ist der Absaugschlauch in Stellung, aber der Motor will nicht anspringen. Zum psychischen Druck gibt es jetzt also noch mehr physische Arbeit wie nötig und die ist in diesen Kleidern noch schwerer wie sonst. Aber schlapp machen gilt nicht, die Kameraden müssen ins Haus und die Hütte muss auch geschützt werden mit dem Hydroschild. Schließlich springt die Motorspritze an und die Aktion kann weitergehen. Sobald alle in Stellung sind, geht's los. Ein Atemschutztrupp dringt ins Haus vor. Langsam und vorsichtig auf der Suche nach einem Brandherd. Wenn die Lage einigermaßen unter Kontrolle ist, wird ein grosser Ventilator eingesetzt.
Der soll helfen, den Qualm aus dem Haus zu bringen, damit die Feuerwehrleute mehr sehen und dann auch ohne Atemschutzgerät rein können. Und ich sage eigentlich immer noch, wenn das Feuer mal einigermaßen im Griff ist, dann tun wir sofort einen Lüfter einsetzen. Wenn wir einen Lüfter einsetzen, können wir eben das Gebäude rauchfrei machen. Sie müssen jetzt irgendwo dann noch einen Laden aufmachen. Dann können wir das Gebäude rauchfrei machen und dann haben wir erstens eine viel bessere Sicht. Und zweitens brauchen wir dann relativ gleich keinen Atemschutz mehr. Ja. Jetzt ist doch immer so, man sagt doch, wenn es brennt, soll man keine Fenster und keine Türen aufmachen, weil Sauerstoff hier kommt, ihr blaset noch zusätzlich rein. Kann man das nicht vergleichen miteinander? Nein, das kann man nicht vergleichen miteinander. Wir tun da, also da gibt es eine ganz gute Taktik und da muss man lernen, wenn und wo, dass man den Lüfter einsetzt. Zum Beispiel, wenn es in einem Block eine Wohnung brennt und die Türen nicht zu sind, dann können wir das Stegenhaus frei machen. Ja. Oder? Aber wir dürfen nicht, wenn zum Beispiel noch Leute drin sind und zwischen dem Feuer und dem Ausgang und dem Lüfter Leute sind, dann dürfen wir nie lüften. Oder auch, wenn zwischen der Ausgangsöffnung, die man jetzt irgendwo macht, und dem Feuer Leute sind, das wäre ganz schlimm, oder? Weil dann blasen wir das Ganze noch dorthin. Also man muss schon eine gewisse Taktik anwenden. Die wissen aber unsere Offiziere und die sind auch geschult dazu. Der Einsatzleiter ist folgerichtig dann auch gerade vor Ort und instruiert seine Mannschaft über den geplanten Einsatz vom Lüfter. Bevor der Lüfter aber eingesetzt werden kann, muss der Atemschutztrupp zuerst noch das Haus verlassen. Der Truppüberwacher vor dem Haus notiert fein säuberlich, wer aus dem Haus kommt. Sämtliche Informationen vom Schadenplatz gelangen direkt zum Einsatzleiter, damit er den Überblick hat. Er ist der Einzige, der den Einsatzbefehl gibt. Niemand macht etwas von sich aus. Das geht zwar ein bisschen länger, aber nur so kann die eigene Sicherheit der Feuerwehr so hoch wie möglich gehalten werden. Sobald das Haus geräumt ist, kommt der Lüfter zum Einsatz. Jetzt machen wir eigentlich im Gebäude einen Überdruck. Er tut dort mit den Händen, hat er noch geschaut, ob es ringsum überall einblasen, weil das ist noch wichtig, sonst kommen wir nur noch um die Wirbelung über und gehen wieder raus. Neben dem Haus bringen weitere Feuerwehrleute einen überdimensionierten Rasensprenger, eine sogenannte Hydroschild-Instellung. Dieser Hydroschild braucht 600 Liter Wasser pro Minute und produziert einen Vorhang, der das Hütchen nebendran vor der Hitze und der Flamme schützt. Wir sehen ja jetzt hier das grüne Hütchen nebendran. Wir nehmen jetzt an, dass da noch wer brennt. Es könnte dort zum Balkon ausbrennen. Und da könnten wir jetzt das grüne Hütchen heben. Das ist ein richtig typischer Halteauftrag. Erstens hat es ja ein Kühlwirkungswasser, also es wird vor allem sicher stoppen. Und auch gegenüber dem Hütli hat es eine Kühlwirkung. Das Hütli, das sieht man nicht, da steht da nicht und hinten dran Holz. Und mit der Zeit wird da immer heißer und glühiger. Und so kann das natürlich nicht passieren. Gegen das Ende der Übung kann man feststellen, dass auf jeder Stufe die Aufgaben souverän gemeistert worden sind. Die Leute an der Front haben die richtigen Informationen an Einsatzleiter gegeben. Somit hat er die Voraussetzungen gehabt, situativ zu entscheiden und zu befehlen. Klare Befehle wiederum sind nötig, damit die Mannschaft ihre Arbeit erledigen kann. Der Mann ist gerettet und noch auf dem Schadenplatz versorgt worden. Das Hütchen neben dem brennenden Haus konnte die Feuerwehr halten. Und auch der Brand ist gelöscht und die Schäden somit minimiert. Die Feuerwehrleute haben sich also eine Pause verdient. Allerdings ist die Erholungsphase nur kurz. Die nächste Übung steht da. Ein sogenannter Dreifachangriff. Was das ist und wie sich die Feuerwehrleute in diesem Szenario schlönd und welche Gefahren allfällige Chemikalien für die Feuerwehrleute darstellen können, sehen Sie in der letzten Folge von unserer Serie.